Herzlich willkommen bei All Wheels Outside. Wir sind auf dem Weg in die Mongolei und bereits auf dem Pamir Highway. Von Dushanbe aus starten wir in die Nordroute. Der Pamir Highway, also die Straße M41, führt von Dushanbe aus nach Nordosten. Einige Reisende entscheiden sich allerdings auch, von Dushanbe aus nach Südosten in Richtung Kulub zu fahren. Die E008 wird also als Variante des Pamir Highways gesehen. Und in Wadat ist die Entscheidung zu treffen, welche Straße man fahren will. Die sogenannte Südroute soll besser ausgebaut sein. Wir haben uns für die Nordroute entschieden, also den eigentlichen Pamir Highway. In Kulai Kump kommen die beiden Routen dann wieder zusammen. Als die M41 in die Berge führt, bekommen wir für uns spektakuläre Aussichten zu sehen. Am Verkehr merken wir aber auch, dass wir hier nicht auf einem Offroad-Spielplatz sind. Wir befahren eine ganz normale Hauptverbindungsstraße, die von den Einheimischen täglich genutzt wird. Den Pamir Highway kann man allerdings nicht einfach nur so befahren. Man benötigt dafür eine Genehmigung. Denn die Strecke führt zum größten Teil durch die autonome Republik Bergbadachschan. Und um da durchfahren zu dürfen, benötigt man die GBAO-Genehmigung. Diese bekommt man zum Beispiel beim OVIR. Oder man beantragt sie mit, wenn man ein Visum beantragt. Also ein tolles Stück Piste hier. Genau für diese Aussicht sind wir hergekommen. Einfach herrlich. Für den Duro stellt diese Straße keine Herausforderung dar. Wie auch, wenn es eine ganz normale Verkehrsverbindung ist, die täglich von den lokalen Einwohnern benutzt wird. Und so kann man das Fahren auf dem Pamir Highway und die tolle Aussicht einfach nur genießen. Ein klein wenig Nervenkitzel entsteht höchstens durch das Fehlen der Leitplanken an den steilen Abhängen und wenn dann eventuell noch Gegenverkehr dazukommt, dass die Straße dann etwas eng wird. Bei schönen Wetter neigt man jedoch schnell dazu, die Gefahren einer solchen Gebirgsstrecke zu unterschätzen. Wenn das Wetter umschlägt, was im Gebirge bekanntermaßen ja schnell passieren kann, ist plötzlich doch 4x4 Antrieb vonnöten. Oder man kommt gar nicht mehr weiter. Regen kann zur Verschlammung der Straße oder zu Erdrutschen führen. An einigen Stellen sehen wir Überbleibsel solcher Wetterkapriolen. Ich denke, die Straße wird dann relativ schnell wieder gangbar gemacht. Jedoch sollte man immer darauf eingestellt sein, doch einmal an der einen oder anderen Stelle länger warten zu müssen. Wenn man nicht gerade mit dem Camper unterwegs ist, wo man sowieso alles an Bord hat, sollte man also auch einige Sachen wie Wasser, Decken und etwas Verpflegung mit dabei haben. Auch mit Tieren auf der Straße muss man jederzeit rechnen. Wer diese Route für sich plant, sollte auch nicht zu große Tagesetappen einplanen.
Wir erreichten Durchschnittsgeschwindigkeiten von ca. 20 km/h. Mit ein paar Pausen und Fotostops bedeutet das, dass man für 100 Kilometer ca. 8 bis 9 Stunden einplanen muss. Gerade wirbelte der Wind noch den Staub auf, geraten wir plötzlich in eine Regenfront. Und es wird auch gleich merklich kühler. Und dann gerät man an Stellen wie zum Beispiel diese Brücke. Da muss man schon zweimal überlegen, ob man die jetzt fahren kann oder nicht. Aber kein Problem, die ist noch voll in der Nutzung und hält. Auch bei dieser Brücke gibt es keinen Grund zur Sorge. Nur hätte ich bei weiter anhaltenden Regenfällen etwas Sorge um die Straßenböschung. Wie sich Regenfälle hier im Gebirge auswirken können, sehen wir ein kurzes Stück später. Die Straße wurde zwar schon wieder gangbar gemacht, aber die Regenfälle, die hier den Erdrutsch ausgelöst haben, können noch nicht so lange her sein. Kommt mal wieder ein Checkpoint. Wir müssen unsere Papiere vorzeigen, der Posten trägt alles in sein Buch ein und wir können weiterfahren. Eine Schafherde hat die Brücke belegt und wir haben eine kurze Pause. Thank you.
Nordroute ist schon einer der schöneren Abschnitte des Pamir Highways. Gut, dass wir uns für diese Strecke entschieden haben. Die Temperatur fällt und die Luft wird spürbar kälter. Wir kommen immer höher und nähern uns dem Kabura-Bot-Pass. In der Ferne sehen wir schon, dass hier und dort auch noch Schnee liegt. Die Straße wird immer schlammiger. Wirklich kein schönes Wetter, um zu Fuß unterwegs zu sein. Circa 5 Kilometer vor der Passhöhe stehen zwei Franzosen am Wegesrand und fragen, ob wir sie mitnehmen würden. Natürlich tun wir das. So it starts to be really funny when it rains for you. So it starts to be really funny only when it rains. No, I'm really sunny. Wir sagen ihnen aber gleich, dass wir nur bis kurz hinter die Passhöhe fahren wollen. Das stört sie nicht. Jeder gefahrene Kilometer bringt sie weiter. Sie wollen möglichst noch bis Kalaikum kommen. Sie erzählen uns, dass sie eigentlich mit dem Fahrrad gestartet waren, diese aber von Georgien aus zurückgeschickt haben und seitdem zu Fuß unterwegs sind. Auf dem 3252 Meter hohen Kobura-Bot-Pass steht tatsächlich auch eine Bushaltestelle. Diese stammt noch aus Sowjetzeiten und ist, glaube ich, schon ganz schön berühmt. Nur ob hier tatsächlich ein Bus fährt, wage ich zu bezweifeln. Hier oben weht ein strammer Wind und ein Warnschild, das auf übrig gebliebene Minen aus dem Bürgerkrieg hinweist, sagt uns, dass es keine gute Idee ist, hier achtlos spazieren zu gehen. Also machen wir nur noch ein paar Erinnerungsfotos und uns dann auf dem Weg in etwas tiefer gelegene und windgeschützte Regionen, um dort einen Nachtplatz zu suchen. Die Franzosen halten derweil einen Mercedes, der heute schon öfter vor uns hergefahren ist, an und können mit dem bis Kalaikum mitfahren. Nach einer ruhigen Nacht an einem Bachlauf machen wir uns ebenfalls auf dem Weg nach Kalaikum. Auch die Abfahrt hält wieder spektakuläre Aussichten bereit.
Und schon wieder ein Checkpoint. Kalaikum am Fluss Panch kommen die Nord- und die Südroute wieder zusammen. Und wir geraten auch gleich in eine der großen Baustellen, von denen wir schon gehört hatten. Im Rahmen des Projekts Neue Seitenstraße wird die M41, der Pamir Highway, hier mit chinesischer Unterstützung geteert und neu ausgebaut. Der Tankwagen der Sprüht ist bis zum Gipfel vor uns. Dann haben wir nie staubige Pisten. Wie uns einer der Bauarbeiter sagte, wird der Pamir Highway hier in Abschnitten a 100 Kilometer ausgebaut. Für die 100 Kilometer Abschnitte sind jeweils ca. 2 Jahre Bauzeit vorgesehen. Entlang der Strecke gibt es immer wieder Baustellenschilder, auf denen zu lesen ist, dass die Straße zwischen 6.30 Uhr und 12 Uhr mittags und 13 Uhr bis 18.30 Uhr abends gesperrt ist. In der Praxis funktioniert das aber nicht so. Man fährt also einfach an die Baustelle ran und wenn es den Bauarbeitern passt, es gerade günstig ist, dann darf man durchfahren, wenn nicht, muss man warten. Wir haben Aussagen erhalten, dass es erst in 2 Stunden weitergeht und nach 10 Minuten hat schon jemand gewunken, wir könnten fahren. Und weil wir irgendwo kurz vor 13 Uhr waren, haben wir uns gefreut, in einer Viertelstunde geht es weiter. Die Baustelle wurde aber nicht geöffnet, wir mussten noch 2,5 Stunden warten. Auf die Zeiten kann man also nichts geben. Wenn nicht gerade Sprengungen gemacht werden, dürfen Fahrradfahrer jederzeit durch die Baustelle. Die werden hier bevorzugt reingelassen. Der Fluss Panch, der uns die nächsten 500 Kilometer begleiten wird, ist Grenzfluss. Die andere Uferseite ist also schon Afghanistan. Aus diesem Grunde begegnen wir immer wieder Militärpatrouillen und treffen auf Checkpoints und Militärcamps. Staubige Baustellen wechseln sich mit neu geteerten Abschnitten ab. Man bekommt also immer wieder den Eindruck, wie die Straße in ein paar Jahren aussehen wird. Das war's für heute. Das Video ist eigentlich schon wieder viel zu lang geworden. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt tun. Ich freue mich auch darauf, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und wir euch mehr vom Pamir Highway entlang des Flusses Panch zeigen.